Brad Pitt, Shiloh Vivian wenden sich ab, nicht leicht, dass er seine Kinder verloren hat. Brad Pitt leidet derzeit sehr unter der Tatsache, dass seine Töchter Shiloh und Vivian seinen Namen ablegen. Brad Pitt, Shiloh Vivian ändern ihre Namen. Nachdem Brad Pitt, 60, und Angelina Jolie, 48, einst ein glückliches Paar waren und eine große Familie gründeten, ist heute von dieser Harmonie nichts mehr zu spüren. Das Verhältnis zwischen den Ex-Eheleuten ist frostig und auch Brads Bindung zu seinen Kindern ist angespannt. Das zeigen vor allem aktuell die Töchter Shiloh und Vivian. Kürzlich wurde bekannt, dass im Programm für ein Musical letztere lediglich mit Vivian Jolie aufgeführt war. Den Nachnamen ihres Vaters hatte sie getrost weggelassen. Ob die 15-Jährige aber auch offiziell ihren Namen ändern lässt, ist bisher nicht klar. Etwas deutlicher ist dies bei ihrer Schwester Shiloh. Die Schauspielerin ist kürzlich 18 Jahre alt geworden und hat selber einen Anwalt damit beauftragt und bezahlt, dass sie künftig nur noch Shiloh Jolie heißen wird. Selbstverständlich geht diese Entscheidung Papa Brett sehr nahe, wie ein Insider gegenüber People erklärte, er weiß Bescheid und ist sehr enttäuscht, dass Shiloh seinen Nachnamen fallen gelassen hat. Er hat sich noch nie so sehr gefreut, wie bei ihrer Geburt. Er wollte immer eine Tochter haben. Brad Pitt, er leidet unter der Abwendung seiner Kinder. Shiloh und Vivian Jolie Pitt wollen sich von ihrem Vater lösen, die Entscheidung, ihren Namen zu ändern oder den ihres Vaters wegzulassen, ist mehr als deutlich. Für den Hollywood-Schauspieler ist das ein herber Schlag in die Magengrube, wie der Insider weiter gegenüber People verrät. Die Erinnerung daran, dass er seine Kinder verloren hat, ist natürlich nicht leicht für Brett. Er liebt seine Kinder und vermisst sie. Es ist sehr traurig. An seiner Seite steht mittlerweile Bretts neue Partnerin Inés de Ramón, doch auch sie kann die Folgen, die der Sorgerechtsstreit mit Angelina Jolie um die gemeinsamen Kinder mit sich brachte, nicht schmälern. Er liebt alle seine Kinder immer noch sehr. Dieser Prozess war sehr schwer für die ganze Familie. Bleibt zu hoffen, dass sich irgendwann doch noch die Kinder mit Brett aussprechen können und die Spannungen in der Familie etwas abflachen.